Der Film Eyes Wide Shut ist wirklich ein gutes Beispiel für diese extrem wohlhabenden Leute. Oder wenn du so willst, für die amerikanischen Illuminati, die amerikanische Aristokratie. Und in diesem Film sieht man eine der Varianten, wie eine schwarze Messe ablaufen kann. Eine schwarze Messe ist eine gegenteilige Version einer katholischen Messe. Im Film sieht man zum Beispiel eine Person, die ähnlich gekleidet ist, wie der Papst im Mittelalter gekleidet war. Und im Film geht es um ein Sex-Magic-Ritual, das von diesen superreichen Individuen beobachtet wird, wobei sich diese Leute hinter Masken verstecken, was als Reminiszenz an vergangene venezianische Zeiten verstanden wird. And sex magic is a very specialized form of magic. Und Sex Magic ist eine sehr besondere Form der Magie, wobei das Ziel dabei ist, eine Atmosphäre von psychischer Spannung innerhalb eines Tempels zu erzeugen und das dann mit sexueller Energie zu kombinieren. Und diese Energie, die in der Summe der Teilnehmer dabei entsteht, wird dem Geistwesen dann angeboten, beziehungsweise im Falle des Satanismus oder diversen Versionen von schwarzen Messen, dann dem Dämonen quasi als Geschenk oder als Opfer dargebracht, um den Geist des Dämonens zu erwecken. Passiert immer das Gleiche. Warum werden die mutmaßlichen Täter nicht zur Verantwortung gezogen? Jahrelange Recherchen führen mich immer wieder zu dieser einen Erklärung. Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, haben die Macht, sich gegenseitig zu schützen. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lange. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Mein Großvater Maurice zeigte dann meinem Bruder, wie man das Kind tötet. Mein Bruder tötete es. Das Kind hat natürlich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete und wir mussten rausgehen. Thank you.
Was ist die Klumma? Du schau, Kibak, du noch. Seite! Blut ist das tragende Medium für die Lebenskraft. Und Lebenskraft an sich hat viele verschiedene Namen. In vielen verschiedenen Kulturen dieser Erde. Der bekannteste Name für Lebenskraft wird im indischen Subkontinent Qi genannt oder Prana. Chinesische Mediziner lehren, dass das Qi sich verstärkt, wenn man frischem Sauerstoff ausgesetzt ist. Das ist der Grund, weshalb Wälder, die ja besten Sauerstoff bereitstellen, seit Tausenden von Jahren von Druiden und Hexen für ihre Rituale ausgewählt wurden. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Frank Delano Roosevelt, US-Präsident und Freimaurer. Im Bohemian Grove in Kalifornien treffen sich jährlich Eingeweihte in einem kleinen Wald und folgen einer Zeremonie, die sich der Geist des Erbarmens oder der Sorge nennt. Und dabei wird symbolisch ein Opfer dargebracht für einen Gott, der die Form einer Eule hat. In 2001 erbrachten Mediziner die Beweise dafür auf, dass unser Herz sich an Teile unserer Persönlichkeit erinnern kann. Das ist deshalb so, weil unsere Lebenskraft, die durch unser Blut pulsiert, dann durch unser Herz fließt und die emotionalen Erlebnisse eines jeden sich so wie ein Fingerabdruck im Herz manifestieren. Das Nexus-Magazin hat kürzlich eine Serie von Artikeln über das Phänomen publiziert, welche als Organgedächtnis bekannt wurden. Viele Ärzte und Patienten haben bezeugt, dass sich Wesenszüge des Herzorganspenders im Charakter des Herzorganempfängers manifestiert hätten. Nachdem ein Empfänger das Herz einer jungen Frau erhielt, konnte er plötzlich singen und das mit der exakt selben Ausdrucksform, wie die Todesspenderin es tat. Es hatte den Anschein, als ob der Geist der verstorbenen Frau, ebenso wie ihr Herz, dem Mann transplantiert worden wäre. Diese Vorkommnisse haben diese Ärzte dazu veranlasst, ihre rein mechanische Sichtweise bezüglich des menschlichen Herzens zu hinterfragen. Im Herz eines jeden Menschen manifestiert sich seine Persönlichkeit. Ancient cultures such as Judaism.
Frühere Kulte, wie zum Beispiel der des Judaismus, waren bis zu ihren Armbeugen im Blut. Deren Tempel hatten Abflusskanäle in Stein gehauen, wo Gallonen von Blut der Tiere abflossen. Blutrituale wurden weltweit seit Anbeginn der Zeit durchgeführt. Und selbst heute noch werden diese Rituale bei der katholischen Messe durchgeführt, indem man symbolisch vom Leib Christi isst und trinkt. Schwarzmagier, die Blutopfer durchführen, so wie zum Beispiel Aleister Crowley, sagten, dass das ideale Opfer ein 9-jähriges Kind von überdurchschnittlicher Intelligenz sei. Diese Leute sind sich sehr bewusst über die esoterische Bedeutung von Blut und dessen Lebenskraft. Warmes Blut, welches frisch einer noch lebenden Person entnommen wird, wo das Blut erst kurz zuvor durch das Herz floss, enthält tatsächlich eine hohe Konzentration der heiligen Qi-Lebenskraft. Gemäß Magier wie Aleister Crowley und Eliphas Lewy trägt der letzte Schlag des Herzens und der letzte Atemzug die Seele in die spirituelle Welt.